Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Nach zwei Wochen endlich mal wieder ein Video, nicht weil ich keinen Bock hatte, sondern einfach weil Apex gerade nichts Informatives hergibt. Heute habe ich aber ein bisschen was zu erzählen, ist nicht viel. Zum einen wurde, wer das nicht mitbekommen hat, das Anniversary Event um eine Woche verlängert. Wurde gestern bekannt gegeben, sollte eigentlich heute am 23. Februar enden, endet am 2. März, dürfte dann nächste Woche Dienstag um 19 Uhr sein. Grund ist, einerseits hat Respawn festgestellt, dass viele die Belohnungen noch nicht alle freischalten konnten und das in Bezug auf diverse Serverprobleme und zum einen, weil viele noch immer von dem Bug geplagt sind. Mein Gott, zwei Wochen kein Video und schon kann man nicht mehr sprechen. Geil. Weil viele davon geplagt sind, noch immer den Fehler zu haben, dass sie sich nicht einloggen können. Und es gibt bis jetzt immer noch keine Lösung. Die Lösung ist aktuell wirklich mit einem zweiten Account, den man sich erstellen kann, kann man wieder zocken, mit dem Hauptaccount eben nicht. Aber es bringt ja nichts, das Anniversary Event um eine Woche zu verlängern, wenn innerhalb der nächsten Tage kein Fix kommt, der dieses Problem beseitigt. Deswegen denke ich, sollte das Problem in den nächsten Tagen nicht gelöst werden, denn es kam heute auch ein Patch raus, beziehungsweise gestern Abend. Der löst dieses Login-Problem nämlich nicht. Dann gehe ich davon aus, dass in naher Zukunft die gesamten Collection, Event, Skins oder die Recolors nochmal zurückkommen, weil es sind wirklich sehr viele von dem Problem betroffen. Also wie gesagt, eine Woche wird das verlängert. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, gestern kam ein Patch raus, ca. 400 MB, ist tatsächlich nichts Besonderes und behebt nichts anderes als die Probleme, dass diverse Skins von verschiedenen Legenden Texturprobleme hatten, dass man auf einmal nur graue Hände hatte. Ich zum Beispiel, und ich weiß gerade aktuell nicht, ob das ebenfalls mitgefixt wurde, denn ich lade eben gerade das Update runter, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Ich habe mir einen neuen Skin von Horizon gekauft, ein goldener, legendärer Skin, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Und dort ist bei mir aktuell die Problematik, dass die Hände so aussehen, als wärst du in der Revenant-Ulti. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob das Problem kennt. Und es ist sogar so, dass meine Teammates, wenn sie mich angucken, mich zwar nicht in der Revenant-Gestalt sehen, aber wenn sie schon tot sind und mir beim Zocken zusehen, dann sehen sie auch, dass ich in dieser Revenant-Gestalt bin. Ziemlich merkwürdiger Bug, wie ich finde. Mehr hat das Update tatsächlich nicht zum Tageslicht gebracht oder zu Tageslicht gebracht. Habe ich eigentlich die Bilder hier eingefügt. Ja, wie gesagt, hier hat es auf Twitter offiziell bestätigt, dass es eine Woche verlängert wird. Das sind die Texturprobleme übrigens. Wer die nicht kennt oder nicht weiß, was damit anzufangen ist, das sind wirklich nur grobe Texturen, ohne dass man die wirklichen Farben der Skins sieht. Als nächstes, ach so, hier wurde das nochmal angekündigt, dass viele diesen Login-Bug haben, ganz oben und unten. Und hier bei dem mittleren bin ich mir nicht so sicher, inwieweit man das ernst nehmen kann. Aber angeblich soll am 29. Februar, vergesst das, jetzt habe ich es gerafft. Na, das ist ja so richtig dämlich. Ein schöner Scherz. Ja, ja, hier haben sie nämlich geschrieben, Audio Fix in Apex Legends is coming on Februar 29. Ich war gerade so in Eile, so im Stress, kurz vor meinem Stream, ich streame übrigens heute noch, dass ich diesen Fake nicht erkannt habe, 29. Februar. Okay, dann warten wir noch 3 Jahre, bis wir zum nächsten Schaltjahr einen 29. Februar haben. Okay, kann ich das ja wieder außer Acht lassen. Sorry. Ich habe es einfach nicht gerafft, als ich es gelesen habe, aber schön, dass ich es noch mitgekriegt habe. Und das ist der Patch, von dem ich gesprochen habe. Ja, leider gibt es dann tatsächlich doch nicht so viel mehr zu erzählen. Soll es also von dem Update schon wieder gewesen sein. Ich würde mich trotzdem über jeden Daumen nach oben freuen. Unten aber, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Wie gesagt, wer heute Bock hat, zeitnah, wer das Video jetzt gleich schaut. Auf Twitch gibt es den nächsten Road to Diamond Livestream auf Twitch. Würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und sorry für mein Sprachfasching. Es ist einfach mal 2 Wochen her. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.